Herzlich willkommen, liebe Eislöwen-Fans, Teil 4 unseres Videotagebuch, könnte man sagen, ist angebrochen. Heute wollen wir weiter ein bisschen hinter die Kulissen blicken, was unsere freiwilligen Helfer angeht. Diesmal geht es ums TV-Team. Jetzt hätte ich beinahe gesagt, sieht man ja, aber den Mann neben mir, den hört man ja eigentlich nur in den bisher Spray-Übertragungen und ab der neuen Saison ja dann bei den Sport-Deutschland-TV-Übertragungen bei den Dresdner Eislöwen. Enrico Certus, Enna, grüß dich. Herzlich willkommen, hallo. Ja, wie ihr hört, die Stimme kennt man. Nein, Enna, schön, dass du es einrichten konntest, dass wir so ein bisschen mal auch über dich sprechen können, auch mal so ein bisschen die Personen im Hintergrund beleuchten können. Das ist ja gefühlt der Blick, den du kennst in Richtung Eis, auch wenn jetzt aktuell noch nicht viel los ist. Logischerweise, du bist, was die TV-Übertragung angeht bei den Eislöwen, kann man so sagen, ein Mann der ersten Stunde. Du bist seit Beginn an dabei, seit 2013, ne? Ja, ohne mich jetzt festnageln zu wollen, aber es müsste die Saison 2013, 2014 gewesen sein. Und ja, einer von, ich glaube, drei aktuell im Team, die wirklich der Mann der ersten Stunde sind. Was hat dich damals gereizt zu sagen, dass du gesagt hast, das ist geil, jetzt werden die Spiele noch gestreamt, habe ich Bock drauf, will ich ein Teil davon sein? Also tatsächlich ist es daraus entstanden, dass es damals ja so die finanziellen Schwierigkeiten bei den Eislöwen gab und da gab es ja auch die Verhandlungen der Stadt Dresden und daraus ist dann irgendwie resultiert bei mir eine Idee, wie kann ich persönlich den Verein da unterstützen. Ja, und dann kam man ein ins andere, damals der Aufruf von den Eislöwen, dass ein Mediateam gesucht wird und ja, daraufhin habe ich mich einfach mal gemeldet und ja, dann bin ich hier gelandet. Jetzt kann man sagen, du hast Bestandsschutz irgendwie, aber hast du es bereut, weil man muss ja dazu sagen, wenn man so ein Spiel kommentiert, kriegt man es anders mit oder verfolgt ein Spiel anders als der in Anführungsstrichen normale Zuschauer, ne? Ja, definitiv. Also ich komme ja aus der Nordkurve, also ich kenne diese Atmosphäre, dieses Feeling tatsächlich in der Kurve und diese Emotion, die man da in der Kurve lebt, die muss man natürlich bei so einer Übertragung, bei dem Kommentieren da versuchen, bestmöglich zu unterdrücken. Es geht nicht immer. Ich denke, das hat man schon das ein oder andere Mal mitbekommen. Aber ich glaube, über die Jahre hat sich das eigentlich ganz gut in eine relativ neutrale Schiene entwickelt. Ich denke, das darf man ja nicht vergessen, dass das wird jetzt auch mit Sportdeutschland TV nicht anders sein, dass das sind am Ende die gleichen Personen, die dahinter stehen, die hinter den Kameras stehen, die am Mikrofon sitzen sozusagen. Es sind am Ende Fans der Clubs, die aber natürlich versuchen, bei dem einen gelingt es mehr, dem anderen vielleicht auch weniger, aber möglichst auch eine neutrale Berichterstattung ja, zu bringen. Also man darf das tatsächlich nicht vergessen, wir sind alles nur in Anführungsstrichen Laien, also wir sind keine ausgebildeten Fachmänner, Fachleute, Kommentatoren etc., Kameraleute, von daher denke ich, machen wir hier in Dresden schon einen richtig guten Job. Definitiv und ich bin ja auch später eigentlich jetzt erst dann durch meine Rolle bei den Eislöwen dazugekommen. Ich würde sagen, es ist ein eingeschworener Haufen. Das habe ich auch bei den anderen Gruppen, sage ich mal, festgestellt, ob es jetzt das Ordnerteam ist, ob es das Kampfgerichtteam ist. Hier stecke ich noch ein bisschen näher mit, oder bin ich näher mit dran. Also das ist eine eingeschworene Truppe. Und wenn du sagst, es sind drei Leute, die von Beginn an dabei sind, da dann sowieso. Ja, auf jeden Fall eingeschworen. Sehr humorvoll auf jeden Fall. Also es geht nicht immer nur ernst zur Sache, sondern wir lachen sehr viel, halten zusammen. Und ja, also das Stichwort Humor, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Vielleicht, wenn du so zurückblickst, du hast gesagt, du kommst ja aus der Nordkurve. Dein erstes Eishockeyspiel, wie lange ist es her? War es ein Eislöwenspiel? Oder es war tatsächlich ein Eislöwenspiel. Das war gegen die Bayreuth Tigers noch in der Eishalle an der Piechner Allee. Und das müsste die Saison 2002, 2003 gewesen sein. Es ist schon eine ganze Ecke her. Und wenn man dann so zurückblickt, sieht man nicht nur, wie sich der Club, sondern insgesamt das Drumherum auch durchaus entwickelt hat, oder? Ja, definitiv. Das ist ein bisschen ist da auch so Wehmut dabei, weil man ja diese alten Geschichten, das alte Stadion, die alten Fans so noch kennt. Man hat viele Zuschauer kommen, gehen sehen. Und so dieser harte Kern von früher, der ist, ja, den kann man jetzt aktuell an einer Hand abzählen gefühlt. Und ja, also es hat sich auf jeden Fall schon viel getan in all der Zeit. Nicht nur fanseitig, sondern auch vom Club her, oder? Ja, definitiv. Also da habe ich auch viel Personal kommen und gehen sehen in all dieser Zeit. Egal, ob es jetzt Trainer oder Geschäftsstelle waren, Pressesprecher. Danke, ja. Gut. Tschüss. Nein, Spaß beiseite. Nein, es gehört natürlich dazu, dass gerade in so vielen Jahren, dass es natürlich auf verschiedenen Positionen auch immer mal Wechsel gibt. Ich habe es, wie gesagt, das Stichwort Humor. Bei so Übertragung kann nicht immer alles glatt laufen.
Wie sehr, ohne jetzt den kompletten Namen zu nennen, hängt dir Frau Hartmann noch hinterher? Für die Insider, die werden es wissen, dass aus der Corona-Saison war das, glaube ich, 2020, 2021, ja, ohne Zuschauer. Da wurden viele Grüße gebracht in den Live-Übertragungen und da ist dann eben auch die sogenannte Frau Hartmann gegrüßt worden. Also tatsächlich muss man sagen, wir wollten eigentlich keine Grüße mehr durchgeben. Das haben wir ja bis heute dann auch wacker durchgehalten. Und so eigentlich auch zu dem Spiel, da haben wir gesagt, nein, wir geben keine Grüße durch, aber... ich habe mich dann so weit aus dem Fenster gelehnt, ich sage, komm, jetzt noch ein letztes Mal und jetzt ziehen wir das durch. Und dann haben uns so viele Zuschriften erreicht, ich musste das dann einfach runterrattern, zusammen mit meinem damaligen Co-Kommentator Robin. Er hat von dieser einen Plattform vorgelesen, ich von dieser anderen. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, was da steht. Ich habe es wirklich einfach nur runtergerissen und ja, irgendwie war dann das Geschrei groß, beziehungsweise das Gelächter. Das ist dann auch gar nicht wirklich, wenn man einmal so ein Lachfleisch hat. Man weiß im Hinterkopf, da ist ein Zuschauer, der hat Geld dafür bezahlt, den Stream zu schauen, aber im besten Fall lacht damit. Ja, definitiv. Ich denke doch, dass das schon so Kreise gezogen hat und dass viele darüber sich amüsiert haben. Aber wichtig ist, oder für mich dann natürlich auch schwer, weil mein Nebenmann hat gelacht, aus der Regie kam übelst gelächtert, dann musst du natürlich erstmal versuchen, dein eigenes Gelache zu unterdrücken. Das ist einfach nicht möglich, das geht nicht. Das ist wirklich von Herzen gelacht da. Wie gesagt, Spaß bei der Arbeit gehört ja definitiv dazu. Jetzt haben wir gesagt, jetzt wird es ja zur neuen Saison auch Veränderungen geben. Die größte Veränderung ist natürlich in der Übertragung, dass es jetzt nicht nach vielen Jahren jetzt nicht mehr Spray TV der Partner ist, sondern eben Sport Deutschland TV. Wie groß ist bei dir die Vorfreude, dass da jetzt auch wieder was Neues kommt? Wird ja auch für uns alles ein bisschen anders in der Produktion. Da sage ich es gerne nochmal dazu. Seht uns nach, das ist wirklich... Anna hat es gesagt, wir sind alles keine Profis, was die Übertragungen angeht. Klar, auch wenn man lange dabei ist, lernt man natürlich viel, aber seht uns da bitte nach, wenn es jetzt gerade hoffentlich nur in den Vorbereitungsspielen vielleicht da mal den einen oder anderen Haarklack geben wird. Also wie groß ist die Vorfreude bei dir, dass da auf das was kommt? Ja, die ist auf jeden Fall groß, wobei ich ehrlich sagen muss, die Sommerpause kann für mich eigentlich nie lang genug gehen. Ich genieße das immer so ein bisschen, die eishockeyfreie Zeit. Wenn dann natürlich einmal wieder Eishockey läuft, dann... im Idealfall geht die Saison bis Mai. Also dann sollte sie wirklich so lange wie möglich gehen. Ja, und jetzt steht uns eine große Änderung bevor. Und ja, mal gucken, was auf uns alles noch drauf zukommt. Die ein oder andere Änderungen sind ja intern schon kommuniziert. Und bin ich gespannt. Und ich denke, auch das werden wir vernünftig über die Runden kriegen. Zitterst du vor der Chatfunktion? Weil es soll eine geben von Sport Deutschland TV, dass man sozusagen Fragen direkt an den Kommentator stellen kann. Nö. Nee, Frau, ich nicht. Frau Hartmann, du sitzt ja neben mir. Frau Hartmann ist Geschichte. Alles klar, ich passe auf. Nein, welche Wünsche hast du denn für die neue Saison? Vielleicht persönlich, aber auch, ich denke, was die Mannschaft angeht, dass man natürlich eine bessere Saison spielen als die letzte. Aber hast du mit welchen Wünschen blickst du vielleicht voraus? Also sportlich natürlich sollte man erstmal wissen, auch immer, wo man herkommt. Es gibt immer Höhen und Tiefen. Ja, gut, die letzte Saison lief jetzt mal nicht so, aber... zum Ende hin, man hat auch gemerkt, dass es doch ein eingeschworener Haufen ist. Und das ist auch wichtig im Sport auf jeden Fall. Also diesen Zusammenhalt wünsche ich mir auch unter den Fans. Da bekommt man doch immer mal das ein oder andere mit, dass da vielleicht so eine Unstimmigkeiten gibt. Also dass man wirklich so als Fanbase mehr zusammenhält, das Team auch entsprechend unterstützt. Das war in der Bledermann-Serie gegen Selb, also hat seinesgleichen gesucht, denke ich. Ansonsten wünsche ich mir für das TV-Team natürlich am liebsten personelle Unterstützung, weil... Du weißt es, wir haben teilweise Übertragungen mit einer Notbesetzung zu dritt oder zu viert hier gestemmt. Also das wissen oder sehen viele auch nicht. Also da wünsche ich mir, dass wir da vielleicht ein Stück weit besser aufgestellt sind. Ja, und persönlich natürlich so viele Spiele wie möglich da zu sein. Und ja, im Idealfall dann Ende April, Anfang Mai noch kommentieren zu können. Das wäre natürlich die Idealvorstellung. Enna hat es gesagt, also... Wir hatten ja schon den Aufruf gestartet, gerade was Kameraleute angeht. Wenn ihr da Bock habt und Lust habt, uns zu unterstützen, meldet euch gern bei uns. Kontaktdaten von mir seht ihr auch bei uns auf der Webseite. Weil es sind ein paar mehr Kameras, die händisch bedient werden sollen in der neuen Saison. Also wenn ihr da Lust und Laune habt, uns zu unterstützen, meldet euch gern. Und dann schauen wir mal, ob es dann was wird, dass wir euch hinter der Kamera dann vielleicht in der neuen Saison auch sehen. Es ist auf jeden Fall eine großartige Arbeit, die unsere freiwilligen Helfer leisten. Anna, für dich stellvertretend jetzt fürs TV-Team. Das bist natürlich nicht du allein, da gehört ja noch einiges dazu. Vielen, vielen Dank für eure Arbeit und das war's mit Teil 4 unseres Videotagebuchs, nenne ich es jetzt mal, zum Thema, was machen unsere freiwilligen Helfer und wer sind die?